Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, my name is Johnny Oxford und das ist Hans Margera, ne? Kennt man doch von Jackass. Nee, das ist der Ramses, das ist der Hannes. Und der Hannes, ganz in schwarz, hat mich angesteckt, hat mir was mitgebracht. Und das ist ein Witz. Guckt euch das mal an. Das ist ein Witz. Seht ihr den Witz, was der mitgebracht hat? Das war eigentlich noch fast voll. Und ich habe gesagt, okay, das können wir ja mal testen für Ramses Kitchen. Jetzt sieht es so aus, als ist gar nichts mehr drin. Deswegen werden wir das jetzt testen, bevor es leer ist. Das Original aus Tirol. Bergfeuer. 50%. Die faszinierende Tiroler Likörspezialität. Kräuterdestillerie, irgendwas. Da steht auch die Dings drauf, also die Internetadresse. Lese mal die Internetadresse vor, mach mal Werbung. www.tiroler-kräuter-destillerie. Ja, mein ja. .com. Was ist das jetzt genau, Hannes? Erklär erst mal mit eigenen Worten, was das ist. Das ist ein Kräuterlikör mit 50% Alkohol und dann kann man halt verschiedene Stufen machen, wenn man möchte. Dann zündet man das Teil an und dann reduziert sich das halt, der Alkohol, um 5% jeweils, glaube ich, immer. Ja, ist... Für 3 Minuten sind 45% dann nur noch drin, wenn es 3 Minuten abwackeln lässt. Ist zum Anzünden geeignet, steht so. Hinten auch nochmal alles drauf. Zum Flambieren geeignet, zum Kochen im Prinzip. Tiroler Bergfeuer, Feuerlikör, auch zum Flambieren hervorragend geeignet. Die Gläser randvoll füllen und mit einem Streichholz anzünden. 3 Minuten Feuer im Glas, 45%. 5 Minuten Feuer im Glas, 42%. 10 Minuten Feuer im Glas, 33%. Flamme ausblasen und das Glas auskühlen lassen zum Wohl. Ja, und wir wollen ihn aber mit 50% genießen. Deswegen kann der Hannes ja gerne mal uns einschenken, wie das schmeckt. Wir wissen ja schon, wie es schmeckt. Ne? Der Deckel, was hältst du von dem Deckel? Da ist halt ein Wappen drauf, steht was von Österreich. Ja, das ist Österreich. Das trinkt der Daniel Schilling immer zum Frühstück, damit er in die Gänge kommt. Zack. Qualität aus Österreich. Wir haben sogar noch eine Anzündvariante, deswegen ist da so wenig drin. Wir haben nämlich gestern Abend, schlau wie wir sind, nachts schon mal vorgedreht, heimlich, wie es ist, wenn ihr den anzündet. Das schneiden wir dann gleich noch rein, aber erstmal testen wir den ohne Anzünden. Und jetzt ist das Ding auch noch leer. Typisch hier diese schönen Homer Simpson Gläser. Seht euch die an, die sehen gut aus. Wenn so schwarz sie was sind, sieht man gar nichts. Der hat jetzt 50% Feuerlikör. Man hätte erst gedacht, der hat was mit Schärfe zu tun, aber an sich ist er nicht scharf. Der brennt halt nur vom Alkoholwert an sich so und ist halt rot. Sieht gut aus. Würde ich sagen, Hannes, probieren Sie mal ihr Nibbel da und ciao. Gesundheit, so. Jo. Der hat irgendwie eine total süße Note, wie irgend so ein Hustenbonbon zum Lutschen da, was du da hast. So hast du ganz leicht diesen Geschmack. Aber hauptsächlich ist das wie Wasabi und es steigt in die Nase und zieht dir hier oben durch. Augen drehen und dann kommt da hinten was runter. Aber so schnell wie es hochzieht, ist es auch wieder weg. Das merkst du vielleicht später nochmal, irgendwie Sodbrennen, wenn es sich durchzieht, alles, aber. Ab denselben gibt es ja auch noch mit Gletschereis und der schmeckt wie Gletschereis auch. Gletschereis gibt's auch. Ist der dann blau? Nee, der ist durchsichtig. Weiß? Ja, durchsichtig ist der, aber der ist nicht schlecht. Den wollte ich auch mitnehmen, aber meine Mutter hat mich leider nicht mitgenommen zum Einkaufen. Schade, ne? Wo gibt's die denn bei euch? In Schäffau. Die unten im Spar. Haben die da diese Flaschen? Im und Spar? Das sind, ja. Und da haben die, da haben sie dann auch noch Ibel, sonst noch was. Fire Ibel oder wie das heißt und dann noch das Gletschereis. Also wenn ihr einen Spar in der Nähe habt, guckt mal da rein. Wenn nicht, könnt ihr auf tirolerkräuterdestillerie.com wahrscheinlich dieses Bergfeuer bestellen. Das ist jetzt leer. Wer einen Kick sucht oder braucht, ne, der kann ja mal so ein Gläschen probieren. Wir zeigen euch jetzt noch die Nachts, wir zünden es an Variante. So, das ist Nachtsicht, das ist der Hannes. Guck,
Hannes. Moin. Man sieht dich eh nicht. Yeah. Das ist der Ramses. Ja. Und der Hannes hat jetzt hier dieses super Bergfeuer mitgebracht. Wir haben ein Video bei Tag gedreht, das ist Video bei Nacht. Tu mal das Bergfeuer in die Stammerl einschenken. Alles klar. Der Hannes hat nämlich wieder seine super Luxus Deluxe Zinkstammerl mitgebracht. Ja. Der tu das mal da rein tun und dann will der das mal anzünden, weil wir haben jetzt ein Video wahrscheinlich gemacht tagsüber. Das müssen wir aber morgen drehen, wenn es tagsüber ist. Und oi, da guckt ihr das an, wie rot das ist, wie feurig. Das Ding hat 50%, 50 Dosen, ne? Hier ist aber das Feuer. Da kannst du jetzt mal hier deinen Lumpen anzünden und dann den Lumpen das anzünden. Zündet man an, das pustet man aus und dann trinkt man es und dann freut man sich total. Und hinten sind noch die Werte drauf. Ja, wie lang? Die können wir ja tagsüber dann mal sagen, wie lang genau, das ist. Ja, genau. Wir müssen nämlich jetzt mal gucken, ich habe nämlich gleich keinen Akku mehr. Und deswegen, ich sehe nichts, Hannes, ist wieder mal ein Blindgänger. Oh, seht ihr das, Hannes, mach mal hier bei dir den Groschen da, das brennt noch nicht, Hannes, oh mein Gott. So, seht ihr das jetzt? Der brennt, Dann würde ich sagen, Hannes, trink mal einen fix, weil ich kann ja nicht beide gleichzeitig filmen. Zeigen wir mal, wie man das macht, den pustet man aus. Und dann haut man sich den heißen, brutalen, permanenten Zinkkübel ins Gesicht und freut sich total und sagt, ich bin der Hannes. Ich bin der Hannes. Ja, und dann muss ich mal auszünden. Wo ist denn hier der Stammel-Dings hier rum? Aber ist doch jetzt heiß oder nicht? Nee, nur der Becken ist ein bisschen heiß. Wow, ja, genau, das ist wie Medizin jetzt. Brennt. Und dann schluckst du den runter, dann schmeckt das total fruchtig und süß, aber fruchtig und süß und was für eine schlechte Location. Das hat am Anfang, das war wirklich richtig schön warm auf der Zunge. Und dann kommt so eine richtige Wolke hinterher und puh, durchströmt dir einfach den ganzen Kopf. 50% irgendwas Brennendes, aber irgendwie total süß. Aber den Rest erklären wir euch tagsüber. Zurück an Lutz, ne? Und jetzt habt ihr die Nachts-an-Zünd-Variante gesehen, irgendwas. Und ja, ist doch cool, wenn ihr abends mal zusammensitzt und euch da mal einen anzündet und dann schnell wieder ausblast und dann wegtrinkt. Ist nicht viel drin, aber gibt es wahrscheinlich auch noch in größeren Flaschen. Ja, gibt es auch in größeren Flaschen. Also gucken Sie mal auf die Seite, da finden Sie bestimmt was. Sie sehen hier nochmal diesen super Adler drauf. Das war's von unserer Seite aus. TirolerKräuterDestillerie.com, Tiroler Bergfeuer, Feuerlikör. Wenn ihr den kennt, schreibt es mal rein. Vielleicht der Alexander Ahringer, ne? Da kommt er nicht aus Tirol. Ach, egal, aber weil der in Wien da rumhängt und so. Und jetzt Wiener Würstchen. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes und ciao. Tschüss.